wir sitzen jetzt hier bei den Rahmans. Eine richtig schöne Stelle, optisch auf jeden Fall. Beim Angehen hatte ich schon Dammkalb vor. Und ja, mir geht auf jeden Fall ein Bock. Beim Angehen ist ein Reh abgesprungen und hier waren Plätzstellen. Die Brumpft, also die Rehbrumpft ist hier voll im Gange. Also wir haben die letzten Tage ein paar Böcke gesehen, die Ricken total bescheuert getrieben haben. Ja. Deswegen denke ich, irgendwas wird hier schon Passendes kommen, denke ich. Am liebsten wären wir Schweine. Aber es wird hier, glaube ich, denke ich, eher schwerer. Ich denke mal, die sind eher in Bereichen, wo es feuchter ist. Hier ist relativ trocken alles, hier ist keine Sohle. Aber man weiß ja nie. Wie verherrlich, schöne Eichen hier. Buchen. Schöne Essungsfläche mit Eichen darauf. Also gute Bedingungen. Ich habe jetzt meinen ersten Dachs meines Lebens erlegt und das im Hochwildrevier bei den Rahmans auf 5 Meter, das war total spannend. Es kamen 2 Dachse raus, waren aber da so ein Brennnessel vor, die waren direkt am Bau noch und haben sich gekratzt und sauber gemacht. Sind direkt 4 Stück hier runter den Hang, durchstauen, fahren und weiß ich nicht was alles, Buchen rauschen. Irgendwann kam einer wieder, direkt an die Kanzel, hat dann Wind bekommen, ist dann zum Bau zurück, war aber noch draußen und die Brennnessel waren wieder davor. Und dann kam ganz langsam der zweite auch von unten hoch und der blieb mehr oder weniger stehen. Den konnte ich dann von oben einen sauberen Schuss ertragen. Der liegt auch. Ja, mein ersten Dachs, den Rahmans erlegt, wer hätte das gedacht. Das war echt spannend. Gesehen, echt spannend. Währenddessen kam dann da links auf einmal Dammwild, ich habe die nicht kommen gehört. Deswegen vermute ich, lagen die da. Während ich hier mit den Dachsen beschäftigt war, haben die mich halt gesehen, weil ich manchmal hoch runtergegangen bin. Deswegen sind die dann weg. Wir haben jetzt früh, sehr früh. Ah, 9 Uhr ist noch locker eine Stunde hell. Deswegen ist gerade immer noch was kommen. Konzentriert bleiben und Augen auf.
ja ein Scheiß. Geschlossen? Hm? Kaum kaputt. Kaum kaputt? Ja. Top. Oben in den Rücken rein. Ja. Unten raus? Ja. Waldmanns Heil, Jens. Waldmanns Dank. Top. 5 Meter. Hier ist der Bau irgendwo, ne? Ja, hier sind 4 oder 5 Löcher. Ja. Aber Masi meinte, hier wären keine mehr. Schauen wir schon. 2 Stück in der Größe waren. Ja? Mhm. Und hier ist der Dax. Kann man eine Sommerschwarte verwenden? Kann man, aber die ist hier nicht gut, muss ich sagen. Nee. Da führe ich dich gerne nochmal auf Kapitalerin. Aber einen Schädel kann ich dir abkaufen. Ja, irgendwas wäre ganz nice als Erinnerung. Ich würde mal sagen, setz dich mal dahinter. Ich glaube, das ist sogar so auf dem Stamm gar kein schlechtes. Ja, das könnte ganz nice sein. Ne? Kapital! Ja, Paul, hast du mich an einen guten Platz gesetzt für Dachse scheinbar. Aber für Dammel auch, hatte ich ja auch vor. Ja? Ja. Was kam? Währenddessen ich hier die Dachse vorhatte, standen, glaube ich, die lagen da drin, ja. Dammel. Die haben mich dann irgendwie mitbekommen, ob die Wind bekommen haben oder mich gesehen haben, während die Dachse hier rumwuseln war. Und dann kam relativ zum Schluss noch ein einzelnes Stück. Ich bin zu 99%, dass es ein Schmaltier war, aber das kann man halt alleine, ne? Ja. Und dann ist halt echt schwierig. Wenn es ein Schmaltier war, was ich glaube, was ein stark ist, also keine Schande. Jo. Aber es hat ja mit dem Dachs gepasst. Dein allererster. Wunderbar, mein allererster. Sehr gut. Ja. Schön. Dass ich den hier bei euch mal schieße, wer hätte das gedacht? Gibt es in der Eifel nicht so viel? Doch, schon, ne? Doch, aber irgendwie hat es noch nie gepasst. Perfekt. Waldmanns Heil. Waldmanns Heil.